Hallo und hallo mal wieder und herzlich willkommen. Zum Gabriel Knight Krimi. Ich spiele jetzt die fünfte Runde sozusagen. Ich bin eigentlich immer noch im ersten Kapitel. Hier ein Spiel aus dem Jahr 1995. Und worum es geht? Wir sind der Schattenjäger. Wir jagen einen Werwolf. Am besten schaut euch das Intro an. Sehr zu empfehlen. Und ja, wir haben zuletzt den Dr. Klingmann interviewt wegen den Wölfen. Haben es aufgezeichnet mit einem Tonbandgerät. Und wir begeben uns dann mal zum ja, erstmal hier weg, raus aus dem Zoo, würde ich sagen. Marienplatz und Thalkirchen und Lochham, die blinkenden Plätze. Da sind noch Aufgaben zu erledigen. Heute bin ich zur Arbeit gekommen, traf draußen eine Kollegin und die fragte: Was hast du? Ich wusste nicht, was sie meinte. Sagte sie: Ja, du lachst so. Ja, ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich gelacht habe. Einfach gut drauf gewesen und so über die Gegend gegangen. Ja, grüße ich einfach mal an der Stelle. Ja. Wir schauen mal wegen was wir letztes Mal, was wir da nicht konnten. Wir haben ja einen Pfotenabdruck gemacht. Er ist riesig. Wenn ich bloß wüsste, ob das normal ist oder nicht. Und wir haben eine Haarprobe. Sieht für mich wie rötliche Haare aus. Ich werde jemanden für eine Analyse brauchen. Herr Knight, nehmen Sie doch Platz, bitte. Wie geht's denn so? Gar nicht.
Ah, wir können fragen. Jetzt geht es. Kennen Sie einen, der sich mit Zoologie auskennt? Zoologie? Wegen Ihrer Nachforschungen? Richtig. Lassen Sie mich mal nachdenken. Ich habe einen Klienten, der Professor an der Uni ist. Vielleicht kann der... Ich werde es mal prüfen. Ja, Herrn Dr. Speigal, bitte. Nur einen Moment. Herr Dr. Speigal? Ja. Wie geht's Ihnen? Ich bin's, Übergrau. Ich bräuchte den Namen eines Experten in Zoologie. Oh. Das könnte funktionieren. Ja. Ja, sehr gut. Recht herzlichen Dank. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. So. Gut. In der biologischen Fakultät gibt es ein Labor, wo man uns vielleicht helfen kann. Sagen Sie dort einfach, dass Sie von Dr. Speigel kommen. Spitzenmäßig. Danke. Jawohl. Ich glaube. Ich habe im Augenblick nichts mehr zu Ja, dann sagen. hat sich das schon erledigt. Damit, ne? Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt. Da-da-di-da-da. Dann gehen wir da mal hin, wo er sagte. Universität. Ja, Universität. Da gehen wir jetzt mal hin. Guten Tag, Sie wünschen? Hallo, ich suche den zuständigen Biologen. Tja, der bin ich. Was führt Sie her? Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Gabriel Knight. Ich bin hier auf Empfehlung von Dr. Speigel. Ach, ja, mein Name ist Michael. Ich werde Ihnen helfen, sobald Sie bereit sind. Erinnert mich an den Biounterricht. Hatte allerdings nie welchen. Ach so, hat er nicht. Okay. Sieht aus wie ein ausgezeichneter Hotdoggrill. Sieht für mich aus wie so medizinisches Zeug. Ich hasse diesen Schrott. Widerlich. Ja, okay. Ich muss ihm zeigen, was ich habe. Na gut. Dann zeigen wir ihm doch mal erstmal unseren Pfotenabdruck, ne? Können Sie einen Pfotenabdruck für mich ansehen? Sicher, okay. Mein Gott, ist das schwer. Was ist das, Zement? Ich hatte leider keinen Gips mehr. Sieben. Wolf. Wirklich? Wissen Sie, welche Rasse? Das ist unmöglich bei einem Abdruck. Außer? Außer? Tja, dachte ich mir. Sehr groß für einen Wolf. Sehr groß. Sieht nach 68, vielleicht 70 Kilogramm aus. Und das ist groß für einen Wolf? Enorm.
Die meisten Wölfe wiegen nicht so viel wie ihr Aussehen nahegelegt. Der Pelz ist dicker, sodass sie größer aussehen. Deshalb schaue ich ja nochmal im Buch nach. Die meisten Rassen werden nicht so groß. Wie groß wird Canis Lupus Lupus denn? Im Durchschnitt 38 bis 40 Kilogramm. Nordamerikanische Wölfe wiegen 35 Kilo. Nur der Alaska-Wolf könnte so groß werden, vielleicht. Aber selbst für solch einen Wolf wären 70 Kilogramm enorm. Sehr interessant. Danke. Das hakt ab und zu mal ein bisschen, ne? Ist halt ein altes Spiel. Können Sie das Haar analysieren? Mal sehen. Was für Haar ist das eigentlich? Ich hatte gehofft, Sie könnten mir das sagen. Sicherlich, es könnte helfen, einen groben Überblick zu gewinnen. Es ist definitiv nicht menschlich. Nicht? Ich tippe auf Hund. Rotbraun. Die Spitzen sind dünner, was auf einen dichten Unterpelz hinweist. Können Sie die Rasse identifizieren? Moment bitte. Ja. Aha. Ah, es ist nicht Hund. Die Spitzen sind zu dick. Sieht eher nach Wolf aus. Wolfshaar? Sind Sie sicher? Nein. Ich bin mir nicht sicher. Es entspricht keiner anderen Spezies im Buch, leider. Was ist es dann? Es könnte, wie erkläre ich's, Mix-up? Mischung? Sie meinen den Mischling? Mischling. Also, wenn ein Wolf und ein Hund, ja? Genau. Ja, vielleicht Mischling, Wolf, Hund, zwei Wolfrassen, ein Wolf und was anderes. Ansonsten bin ich mir nicht sicher. Es ist mehr Wolf als Hund, aber es passt zu keiner Spezies im Buch. Verstehen Sie? Ich verstehe. Danke. Könnte ein Mischling so groß werden, dass der Pfotenabdruck dazu passt? Klar. Mischlinge können größer als ein Wolf sein. Wenn die andere Spezie groß ist, großer Hund vielleicht. Der Pfotenabdruck sieht nach Wolf aus, aber das bedeutet nicht, dass das ganze Tier nach Wolf aussehen muss. Ich muss ihm zeigen, was ich habe. Na gut. Können wir noch was zeigen? Ich glaube nicht, dass ich Michael brauche, um das zu analysieren. Nee, gut. Haben wir noch was zum Analysieren? Ich glaube nicht, dass ich Michael brauche, um das zu analysieren. Na gut. Sieht für mich aus wie so medizinisches Zeug. Ich hasse diesen Schrott. Widerlich. Ja gut. Dann. Okay, danke. Wiedersehen. Der Typ sah aus wie so ein Schauspieler aus dieser Serie. Big Bang. Das soll ja richtig witzig sein. Ja. Okay. Dann, wo wir noch was zu erledigen haben. Wir fahren mal nach Lochham.
Und dann speichern wir erstmal, denn zurück aus Labor. So ist es gespeichert. Wir haben nämlich die Tonbänder. Wir haben zum Beispiel Übergrau, das ist der Anwalt. Zuerst muss das Band da rein. Sie haben geschrieben, dass die Eintragung mit dem Ritterbesitz geklappt hat? Oh ja, es war nicht ganz einfach nachzuweisen, dass Sie der legitime Erbe sind. Das ist jetzt alles geregelt. Ich muss Ihnen sagen, wir haben angefangen, uns ernst zu sorgen um den Besitz der Ritterfamilie. Okay. Wir müssen ja diesen Thomas, den Zoowärter, dazu bringen, dass er uns zu den Wölfen lässt. Wir brauchen nämlich mal irgendwie die Erlaubnis von diesem Dr. Klingmann. Und wir haben ja von Ihnen auch ein Band. Aufgenommenes Band. Sie sind also der Leiter der Säugetierabteilung des Zoos? Ja. Was für eine Ausbildung brauchen Sie dafür, Doc? Ich verstehe, dass Amerikaner Titel nicht mögen, aber ich werde hier als Dr. Klingmann angesprochen. Herr Doktor reicht. Entschuldigung. Ich habe in Heidelberg promoviert. Mein Gebiet ist Verhaltensforschung. Faszinierend. Ich sehe, Sie sind besonders an Wölfen interessiert. Ja, ich bin bekannt für meine Wolfsforschung. Es war sicher ein Schock für Sie, dass zwei Ihrer Wölfe ausgebrochen sind. Ja, es war sehr beunruhigend. Was für Wolfsforschung betreiben Sie denn, Herr Doktor? Ich studiere das Sozialverhalten der Wölfe, hier und in der Wildnis. Wie ist sie denn? Nun, sie hat eine Reinheit, die menschliche Gesellschaft fehlt. Das heißt, Leben, Fortpflanzung, Tod. In der Natur hat es Bedeutung. Auch wenn es nicht sehr schön ist. Wir Menschen haben diesen Trieb vergessen. Haben wir das? Ja. Sagt denn ein männlicher Löwe zum Weibchen? Tut mir leid, aber ich möchte keine Verpflichtung eingehen. Läuft denn ein weiblicher Wolf davon und überlässt den Nachwuchs dem Rüden, weil sie sich mit einem anderen Wolf zusammentut? Brauchen Hyänen Psychiater, weil sie Komplexe wegen ihrer diebischen Veranlagung haben? Das klingt plausibel. Ich habe natürlich übertrieben. Nein, nein. Teilen Ihre Forschungskollegen Ihre Ansichten? Nicht oft, nein. Aber glücklicherweise habe ich andere gefunden, die es tun. Ich habe mit einem Ihrer Angestellten gesprochen, Greg war der Name? Nein, es gibt hier keinen Greg. Meinen Sie Thomas? Thomas, richtig. Egal, er war der, der sagte, ich soll mit Ihnen reden. Ich will nämlich wissen, ob es möglich wäre, dass ich einen der Wölfe betrachten kann. Für die Recherche? Tut mir leid, es ist ausgeschlossen. Wir zeigen unsere Wölfe niemandem. Wir müssen die Privatsphäre dieser Kreaturen schützen. Wirklich? Nun schade. Ah, das war's wohl. So, Bänder. Wir haben ja in A haben wir Dr. Klingmann und wir legen jetzt mal ein leeres Band in B.
Und beginnen mit der Montage. Richtig. So. So, Thomas, was kriegt man hier? Zeigen. Zeigen Sie Mr. Knight. Unsere Wölfe. Thomas Klingmann hier. Zeigen Sie, Mr. Knight, unsere Wölfe. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Thomas. Hier ist Dr. Klingmann. Thomas, hier ist Dr. Klingmann. Zeigen Sie Mr. Knight. Unsere Wölfe. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Thomas, hier ist Dr. Klingmann. Zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe. Ja. Thomas? Zeigen Sie vielleicht
zeigen Sie, Herr Knight. Zeigen Sie, Herr Knight, unsere. Thomas, hier ist Dr. Klingmann. Zeigen Sie, Herr Knight, unsere Reife. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Thomas. Klingmann. Hier. Hier zeigen Sie Herr Knight unsere Wölfe. Ich glaube, das ist nicht, was ich brauche. Nun ja. Ich muss nochmal nachschauen, was ich da eintippen muss. Und dann geht's weiter. Was ist Ihr Leibgericht? Kartoffelpuffer. So, wir sind wieder zurück. Wir gehen jetzt mal am besten ins Haus. Und schneiden dort das Band. Laden wieder Klingmann in A. Nimm meine Leerkassette, laden es in B. Dann kommt wieder. Das muss beginnen mit Thomas. Thomas. Herr Dr. Klingmann. Hier. Zeigen Sie Mr. Knight. Unsere Wölfe. Thomas. Herr Dr. Klingmann hier. Zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe. Thomas, Herr Dr. Klingmann hier. Zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe. Ja. Gut. Dann wollen wir mal loslegen. Ein Sturm da draußen. Tobt ganz fürchterlich. Ich hatte auf einen Mercedes gehofft. Ja, Mercedes. Das wird klasse. Ja. Dann fahren wir mal wieder direkt in den Zoo. Ah, sowas, er ist nicht da.
Klingmann ist da. Gut. In dem Regal sehe ich nichts außer deutschen Lehrbüchern. Na gut. Ein Walkie-Talkie. Hat Thomas nicht auch so ein Ding gehabt? Ja, hat er. Thomas? Thomas? Ja, Thomas hier? Herr Dr. Klingmann ist da. Zeigen Sie Mr. Knight unsere Wölfe. Ja, Herr, okay, Herr Doktor. Mr. Knight? Ich war gerade schon auf dem Sprung. Oh, ich verstehe. Vielleicht ein andermal. Vielleicht. Viel Glück bei Ihrer Arbeit, Mr. Knight. Nach Ihnen. Ah, hallo, Mr. Knight. Ich bin angewiesen worden, Ihnen einen Wolf zu zeigen. Wirklich? Das wäre toll. Bleiben Sie ganz ruhig und bewegen Sie sich langsam. Die Menge nimmt mich keine Fremden leid. Das ist ein Spezialtrick. Mit dem lock ich's her. Das mengst ganz gern. Margret? Komm her. Komm her, Mädel! Margret! Schau mal, was ich da hab! Zerfix, kommst jetzt! Hey Mädchen. Gutes Mädchen. Seltsam. Sie mag sie. Ich wirke auf Frauen. Sie trägt eine Marke. Alle Zuwürfe tragen eine. Lassen's das. Hören's damit auf! Sofort! Entschuldigung. Thank you.
Das hätten sie nicht da dürfen, Mr. Knight. Sie sah so zahm aus. Wie ein Hund. Ein Wolf ist kein Hund, Mr. Knight. Entschuldigung. Wirklich. Ja, schon gut. Ist ja nichts passiert. Seid ihr jetzt fertig? Ja, danke. Ich werde bei Klingmann ein gutes Wort für Sie einlegen. Wunderbar. Wunderbar. Ja, dann lass uns hier mal schnell verschwinden. Wieder. Wir gehen mal wieder zur Universität. Ah, hallo, Mr. Knight. Hi. Wir haben nämlich eine neue. Ne? Haarprobe. Haare von Margarite. Grau. Könnten Sie sich diese Haarprobe anschauen? Ja. Ah, das ist nicht dasselbe wie das andere Haar. Ach nein? Nein, ganz anders. Vielleicht Wolf. Lassen Sie mich mal sehen. Ja, hier habe ich's. Ja. Aha. Ja. Canis lupus lupus, europäischer Wolf. Das andere war definitiv nicht Canis lupus lupus. Nein, das andere Haar war definitiv nicht dasselbe. Das andere war viel dicker. Richtig dick. Verstehe. Danke. Okay. Ich weiß nicht, was ich ihm noch zeigen könnte. Ich muss los. Oh, warten Sie noch einen Moment. Ich sollte Ihnen noch einen Bericht geben zum Mitnehmen. Ja. Er fasst meine Eindrücke von den zwei Haarproben und dem Pfotenabdruck zusammen. Ja. Ja. Klasse. Herzlichen Dank. Viel Glück, Mr. Knight. Geht das nicht mehr hin? Dann fahren wir mal zurück zu unserer Hütte. Lassen wir springen wir mal. Wir haben ja so einen Zettel aus seinem Mantel gezockt, ne? Den schauen wir uns mal an. Ach nee, warte mal, das ist erstmal die Probe, die Analyse, der Bericht. So viel zur alten Zoowolf-Theorie. Leider gibt der Bericht keinen Hinweis auf eine andere Lösung. So viel zur alten Zoowolf-Theorie. Okay. Dann ist er nicht. Hier ist er. Jagdschein. Sieht aus wie eine Quittung. Auf der Rückseite hat sich etwas durchgeschrieben. Aber ich kann es nicht entziffern. Das könnte vielleicht entziffert werden, wenn man das hier hinhält, gegen einen Spiegel. Die Königlich-Bayerische Hofjagdloge, Dienerstraße 54.
Aha. Sieht aus wie eine Quittung. Die Königlich-Bayerische Hofjagdloge. Dienerstraße 54. Auf zur Dienerstraße. Herr Neid, die Autoschlüssel sind neben der Tür. Vielleicht sollten Sie aber lieber nicht mit dem Wagen in die Stadt fahren. Nehmen Sie die Straße nach Lochham. Parken Sie dort das Auto und nehmen Sie die S-Bahn. Danke für Ihre Hilfe, Huber. Ach so, ja. Und? Ich hatte auf einen Mercedes gehofft. Ja, das sagt er immer wieder. Ne? Platz. Schöne Musik. Die haben was zu tun. Hier war doch die Dienerstraße, ne? Was soll ich denn wegschicken? Sogar die Mülleimer sind hier sauber. Hier ist die Dienerstraße 54. Dienerstraße 54. Jawohl. Dann wollen wir mal. Verzeihen Sie bitte, aber das ist hier ein privater Club. Guten Tag. Wie geht's? Ach, das noch. Wissen Sie, Sie befinden sich hier auf einem Privatgelände. Das ist doch hier die Königlich-Bayerische Hofjagdloge, oder nicht? Das ist richtig. Kann ich Ihnen behilflich sein? Kennen Sie Herrn Dr. Klingmann? Ich spreche nicht darüber, wen ich kenne oder nicht. Die Privatsphäre wird unter allen Umständen gewahrt. Und was treiben denn hier so alle? Wenn Sie das nicht wissen, dann sind Sie hier am falschen Platz. Guten Tag. Ist egal. Gut, dann gehen Sie bitte. Aha. Tja, der jagt uns wieder raus. Dann gehen Sie bitte.
geht wieder rein. Hallo. Sie schon wieder. Was wünschen Sie nun? Was für ein Ort ist denn das? Und was treiben denn hier so alle? Wenn Sie das nicht wissen, dann sind Sie hier am falschen Platz. Guten Tag. Ist egal. Gut, dann gehen Sie bitte. Ja, okay. Sieht aus wie eine Quittung. Die Königlich Bayerische Hofjagdloge. Dienerstraße 54. Ich habe jetzt Visitenkarte. Probieren wir es damit doch mal. Hallo? Sie schon wieder. Was wünschen Sie nun? Ist egal. Gut, dann gehen Sie bitte. Da kommt wieder der Quatsch. Ja. Gut, wir hauen hier erstmal ab. Wir gehen mal gucken, was wir da so machen können. Was man da so machen kann. Geh nochmal her zu unserem Kumpel da, der Anwaltskanzlei. Ah, Herr Neid, nehmen Sie doch Platz, bitte. Wie geht's denn so? Wie geht's denn so? Was ist ein Yachtschein? Yachtschein. Wozu braucht man hier einen Yachtschein? Ja, Yachtschein. So heißt in Deutschland die Lizenz zum Tiere töten, als Sport. Sie meinen Jagen? Eine Jagderlaubnis? Ja, genau das ist es. Was will denn ein Zooangestellter mit einer Jagderlaubnis? Haben Sie jemals von der Königlich Bayerischen Hofjagdloge gehört? Königlich Bayerische Hofjagdloge? Nein, hört sich an wie ein Jagdsportverein. Was genau könnte hinter dem Namen stecken? Oh, ich kann Ihnen auch nicht mehr sagen, als der Name hergibt. Jagdsportverein, hä? Donnerwetter. So. Ich habe im Augenblick nichts mehr zu sagen. Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, genießen Sie den Aufenthalt. Die Soße der Woche.
Hackfleisch. Klingt ja lecker. Lecker. Oh, lecker. Hat er noch was Neues? Die Königlich Bayerische Hofjagdloge. Diener. Aha. Jetzt hat er erst kapiert, was das ist. Okay. Ja. Wir. Gehen nochmal hin. Gucken. Was war so positiv? Ja? Laufi, Laufi, Laufi! Lauf, lauf. Ich würde es ja sofort versuchen, aber ich spreche die Sprache nicht. Außerdem spricht kein Deutscher Englisch, glaube ich. Jetzt gehen wir nochmal rein. Jetzt können wir mitreden, ne? Hallo. Sie schon wieder? Was wünschen Sie nun? Gehören Sie... Mein Name ist Gabriel Knight. Ich bin ein begeisterter Jäger. Ich habe Ihren Namen von einem Freund. Wirklich? Erzählen Sie mir mehr. Ja, also ich und die Jungs daheim, wir schießen immer so Viecher. Und ich dachte, ich schau mal rein, wo ich doch gerade da bin. Tja, ich bin gerührt, aber ich muss Ihnen mitteilen, dass Sie sich irren. Das ist hier ein exklusiver Club. Wir akzeptieren nur Angehörige von prominenten deutschen Familien. Sie sind nicht zufälligerweise Tierpräparator. Nein. Ich stamme aus einer alten deutschen Familie. Ja, okay, die andere Frage war auch nur ein bisschen so nebenbei, ne? Sie haben was über die Aufnahmeregeln hier erzählt. Ich bin Mitglied einer prominenten deutschen Familie. Oh, und welche Familie wäre das? Mein Großvater war ein Ritter aus Rittersberg. Ritter? Ich kenne den Namen. Können Sie beweisen, dass Sie ein direkter Nachkomme sind? Mein Wort genügt Ihnen wohl nicht? Nein. Haben Sie Beweise? Beweise. Ich habe jetzt Visitenkarte. Das würde den Karl auch nicht beeindrucken. Da hat er wohl recht. Ich werde nun keine Zeit mehr mit Ihnen verschwenden, Mr. Knight. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Beweisen, dass wir aus einer Familie stammen, die prominent ist. Da gehen wir doch gleich mal zu dem Anwalt. Ich gehe sofort zu meinem Anwalt. Ich will meinen Anwalt sprechen. Machen Sie mal so. Familienpapiere der Ritters. Würden Sie sagen, dass der Ritterstammbaum ehrenwert ist? Tja, absolut. Die Ritters können ihre Wurzeln in der deutschen Geschichte 1000 Jahre zurückverfolgen. Hätten Sie vielleicht einen Wisch, der das beweisen könnte? Ja, wir mussten einen Stammbaum für die Überschreibung anfertigen lassen. Wollen Sie vielleicht eine Kopie? Bitte.
Frau Hogel, könnten Sie mir bitte eine Kopie des Stammbaums der Familie Ritter für Herrn Neid machen? Schönen Dank. Danke. Bitte schön, Herr Neid. Volle Hengst, alle. Ich habe im Augenblick nichts mehr zu sagen. Der Stammbaum reicht weit zurück. Der Stammbaum reicht weit zurück. Okay, dann hauen wir mal wieder ab. Ich glaube, ich mache mich auf die Socken. Also, wieder zurück. Und dann beweisen wir mal diesem Heini da, was wir für eine coole Sau sind. Oder was? So, bin zwar schon ein bisschen müde, weil es ist schon spät, aber wir halten das noch durch. Ein bisschen. Hallo. Sie schon wieder. Was wünschen Sie nun? Ich sage Ihnen, ich bin ein Ritter aus Rittersberg. Ich sagte, ich bin ein Ritter aus Rittersberg. Und ich sage Ihnen, ich brauche Beweise. So. Dann friss das. Bitte sehr. Bitte sehr. Verstehe. Ich muss Ihnen gratulieren. Ich hatte ja keine Ahnung. Ihre Familie gehört Schloss Ritter in Rittersberg? Ja, stimmt. Warum? Verzeihen Sie mein Benehmen. Für einen Amerikaner und einen, wie Sie einer sind. Ich verbeug mich vor Ihrem Stammbaum, Herr Neid. Ja, ist schon in Ordnung, Meister. Und, wann geht's los? Ich bin Xaver, Sir. Und verzeihen Sie nicht, es geht los. Die Papiere sind nur der Anfang. Sie müssen noch von einem Mitglied eingeladen werden. Moment mal. Sie haben mir gesagt, Sie wollen einen Stammbaum. Sie haben ihn. Ich mag es nicht, wenn ich behandelt werde wie die arme Verwandtschaft. Darf ich unterbrechen? Ihr Gespräch war nicht zu überhören. Xaver, was machen Sie mit unserem Gast? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Der Amerikaner besteht darauf, mit jemandem zu sprechen. Er ist einer der Ritters aus Rittersberg. Sie gehören zur Familie Ritter? Aus Rittersberg in Bayern? Ja, was mal Bayern war jedenfalls. Es wird immer Bayern bleiben für uns. Darf ich bitte die Papiere sehen? Verstehe. Na? Sie müssen mir unbedingt erzählen, wie Sie in Amerika gelandet sind, Herr Ritter. Und von Ihren Jagderlebnissen. Sie sind Jäger, oder? Der Name ist jetzt Knight. Gabriel Knight. Ja, ich jage. Absolut. Sehr gut. Gabriel Knight. Gabriel. Wie der Erzengel. Willkommen. Mein Name ist von Glover. Baron Friedrich von Glover. Herr Baron! Herr Knight hat recht.
Unser Verhalten war unangemessen. Das ist hier eine formelle Einladung. Kommen Sie. Ich stelle Sie vor. Nicht so ernst, Xaver. Alles in Ordnung. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ich will hier nicht darüber sprechen. Ich bitte um Entschuldigung. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum wir hier so viel... Meine Herren, darf ich Ihnen vorstellen? Herr Knight. Herr Knight ist begeisterter Jäger aus Amerika. Er wird eine Weile bei uns bleiben als mein Gast. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere intellektuellen Fähigkeiten zu vergleichen. Vielleicht können wir was lernen. Ich stelle vor, Herr Knight, das ist Baron von Zell. Herr Dr. Klingmann? Wir kennen uns. Sowas. Die Welt ist klein, was, Doc? Der elegante Herr an der Bar ist Herr von Aigner. Es ist mein Vergnügen, Herr Knight. Neben ihm Herr Hennemann. Guten Abend. Danke, Herr Hennemann. Sie sind ja heute bester Laune. Hennemann ist Politiker. Mit dem muss man immer vorsichtig sein. Sie verstehen das schon. Vergessen Sie mich nicht. Und dies ist natürlich Herr Preis. Ich bin mit Abstand der Beste dieser Gruppe. Sehr interessant. Herr Knight. Ja, es ist mir ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ich hoffe, wir jagen bald alle zusammen. Wie kraftvoll sich das anhört, doch wir sollten uns nun freudigeren Aktivitäten widmen, wie etwa Bier trinken, nicht wahr, Herr Hennemann? Gute Idee. Wollen Sie? Schenken Sie Herrn Knight ein Bier ein, Hennemann? Oder hätten Sie lieber einen Wein? Bier wäre eins wahr. Ach, der trinkt sogar Bier, wunderbar. Es tut mir leid, dass ich unterbrechen muss, Herr Baron. Aber ich muss leider gehen. Bitte, wenn Sie das wünschen, Zell. Ich sollte auch lieber gehen, Baron. Ich muss noch arbeiten. Gute Nacht Ihnen allen. Mein Gott, ich hätte nicht gedacht, dass einmal der Tag kommt, an dem ich erlebe, wie zwei Deutsche ihr Bier stehen lassen. Sie haben Ihre Verpflichtungen und ich habe meine. Tut mir leid, meine Herren, aber ich habe in wenigen Minuten eine Verpflichtung. Herr Baron, Herr und Meister, eine gute Nacht. Und Herr Knight? Sehr erfreut. Ich muss mich entschuldigen, Herr Knight. Das war offensichtlich kein idealer Abend für Ihre Ankunft. Sie waren sehr freundlich. Ich bin ehrlich gesagt auch ziemlich müde. Vielleicht könnte ich morgen wieder vorbeischauen. Oh, bitte tun Sie das. Wir treffen uns normalerweise abends. Aber Sie können kommen, wann immer Sie es wünschen. Ich sag's Xaver. Meine Karte. Mit der Privatadresse. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie. Danke. Gute Nacht. Meine Herren... Gute Nacht, Herr Knight, und schlafen Sie gut. Also noch eins. Ja, ein Bier, Hennemann und dann heim. Jawohl. Gut. Wir machen dann erstmal eine Pause an dieser Stelle. Und sehen dann zu, dass wir bald weiterspielen. Können wir eigentlich speichern? Wir versuchen das mal. Ich hab dir gesagt, ich tu's, wenn's nicht klappt. Ich habe immer noch ein paar Monate Zeit, bevor die Meldefrist abgelaufen ist. Nein, das weiß ich noch nicht. Mutter, könntest du bitte deutlicher sprechen? Ich bin keine Verkäuferin. Ich weiß nicht, was du ihnen sagen sollst.
Erzähl ihnen doch einfach, dass es hier noch ein bisschen dauern wird. Hör zu, ich bin noch nicht so weit. Ich muss Schluss machen, Mutter. Ich muss aufhören. Ich rufe dich später nochmal an. Ich hab dich auch lieb. Ciao. Entschuldigung. Auch schon in Ordnung. Ich liebe Blake Backlash. Sie nicht auch? Ah ja, es ist nicht schlecht. Er ist so männlich und sieht so gut aus und sexy. Mir ist einfach die Luft weggeblieben, als er seine Partnerin verführt hat. Wie war ihr Name? Fujitsu. Ja, Sie haben recht. Fuji hat er sie genannt. Sie haben das Buch gelesen. Das wären 24,50. Sie ist dahin geschmolzen, nicht wahr? Fuji, meine ich. Solche Männer werden heute nicht mehr gebaut. Könnte man meinen, nicht wahr? Stimmt es, dass diese Buchhandlung dem Autor gehört? Das hat man mir erzählt. Oh, er ist sicher wahnsinnig beschäftigt. Sagen Sie, gibt's vielleicht eine Zeit, zu der ich kommen könnte? Sie wissen schon, wo er vielleicht im Hause ist? Das würde ich nicht, wenn ich Sie wäre. Er ist furchtbar schüchtern. Es ist sein Gesicht. Es gab einen Unfall. Oh. Einen furchtbaren Unfall. Oh. Dankeschön. Gracie, es rührt sich was. Ich habe einen neuen Fall. Schade, dass du nicht hier bist zum Helfen. Aber gerne macht alle Nachforschungen, die ich brauche. Ich weiß, ich habe eine Menge Entscheidungen vor mir, aber dies und das neue Buch müssen warten. Ich habe das Gefühl, dass das sehr wichtig ist. Gerde. Ha. Das glaube ich nicht. Ich muss Gabriel sprechen, bitte. Tut mir leid, Herr Knight ist nicht hier. Er ist toll. Sie müssen Grace sein. Ich glaube, wir haben telefoniert. Aha. Wann wird Gabriel zurück sein? Das weiß ich nicht. Er ist schon einige Zeit weg. Vielleicht würden Sie gerne im Schloss bleiben und auf ihn warten. Ich habe ja keine Wahl, oder? Entschuldigung, ich hab nicht gewusst, dass jemand hier ist. Ich soll an dem Kamin arbeiten. Ist okay. Fangen Sie ruhig an. Danke, dass Sie mich gewarnt haben, Gerde. So, wir sind jetzt in die Rolle von Grace geschlüpft. Und jetzt speichern wir erstmal, denn wir müssen unbedingt mal eine Pause machen. Ich speichere das einfach mal unter Grace. Das ist das zweite Kapitel. Wir spielen dann beim nächsten Mal weiter. Wie ihr seht, hat das Spiel eine ganze Menge Videosequenzen. Manchmal laufen sie technisch gut, manchmal nicht so gut. Aber es ist eben ein sehr altes Spiel.
ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich freue mich schon auf die nächste Runde. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Abend und hoffe, ihr lasst auch mal einen schönen Kommentar da, einen Daumen hoch. Dann hoffe ich, dass ihr nächstes Mal dabei seid. Vielen Dank und dann bis bald. Auf Wiedersehen.